Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawnguard. So, wir stehen hier im schlafenden Riesen, dem Giant Inn. Ja, zur Erklärung, warum hier manchmal etwas ein bisschen auf Englisch steht. Hier steht ja zum Beispiel Himmelsrand. Wenn wir rausgehen, dann steht natürlich auf der Türe Sleeping Giant Inn. Ja, das liegt natürlich an den Mods. Da ich natürlich nicht alle Mods in Deutsch habe, leider. Es gibt leider auch gar nicht alle in der deutschen Sprache erhältlich. Aber ich habe natürlich versucht, so gut wie alle zu finden. Und deswegen einfach nicht wundern, wenn hier mal das ein oder andere in Englisch steht. So, und jetzt zeige ich euch das mal mit dem Baum. Sammeln Firewood. So, hier einfach Objekte, Waffen und jetzt machen wir es nochmal. So. Du hast eine Holzfäller-Axt aufgenommen. Du kannst sie benutzen, um in deiner Nähe Feuerholz zu sammeln. Was möchtest du tun? Feuerholz sammeln. So, der Bildschirm wird kurz schwarz. Und der gute Sorin fängt an, Feuerholz zu sammeln. Und er macht einen schönen Stapel Feuerholz. Super, so, den können wir jetzt durchsuchen. Hast nicht mehr. So, dann machen wir das gleich nochmal. Wir brauchen nämlich ein bisschen Feuerholz. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum. So, 7 Feuerholz, ja wunderbar. So, dann gib mal her das Teil. Sogar 10, hahaha. So, jetzt haben wir nämlich hier noch die Fähigkeit Überlebenstraining. Das ist ein kleines Baumenü, wo wir uns die Dinge fürs Überleben bauen können. So, und wir werden jetzt mal kurz ein paar Feuerkits erstellen. Da machen wir 3 Stück. Und der letzte Feuerscheit, der kann weg. So, ich trage den mal zum anderen Holz rüber. Da liegt er so schön. So. Fällt gar nicht auf. So, ja. Es ist natürlich immer sehr zu empfehlen, auch den Wettersinn immer aktiviert zu haben, damit man oben links immer seine Körpertemperatur sieht und weiß, ob man ja nicht unterkühlt ist. Gut, man kriegt eh immer ein paar Statusmeldungen. Von dem her geht's, aber naja. So, was wollte ich tun? Ich wollte nochmal zu Ralof und Gerdur ins Haus. Denn da drin haben wir noch was Schönes. Was wir auch für unser Überleben brauchen. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Nein, nein. Was kann ich für euch tun? Und zwar eine Holzkelle und einen eisernen Kochtopf. So. Überlebenstraining, wieder ins Baumenü. Und hier können wir jetzt unseren Kochtopf machen. So, wir möchten diesen Gegenstand herstellen. Wunderbar. Ich habe euch doch gesagt, dass... So, wie sieht das Ganze dann aus? Das zeige ich jetzt einfach mal hier. Wir gehen ins Menü. Und wir haben hier unser Feuerkit. Das müssen wir einfach nur fallen lassen. So, dann haben wir hier einen kleinen Korb. Und aktivieren. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Das brennt ja schon. Moment. Lagerfeuer zerstören. Ach, ich habe was vergessen. Natürlich. Objekte, Bücher. Wir müssen natürlich noch unser Überlebenshandbuch einstellen. So, umschreiben. Denn es hat 3 Schwierigkeitsgrade, beziehungsweise beliebig einstellbar. Und wir spielen natürlich auf Hardcore. Ist natürlich klar. Der Hardcore-Modus benutzt folgende Einstellungen. Wear ist aktiviert, heißt so viel wie, jedes Kleidungsstück hat einen Wärmegrad. Also, es gibt wärmere Kleidung und kältere Kleidung und das ist logisch. Je wärmer die Bekleidung, desto höher, desto länger bleibt unsere Körpertemperatur oben. So, dein Einwirkungswert ist normal eingestellt, den könnte man jetzt auch noch runterdrehen, dass die Kälte einem nicht so viel ausmacht. Schnellreisen sind deaktiviert. Ja, wir müssen jeden Weg zu Fuß laufen. Wir können keine
Schnellreisen mehr verwenden. Außer natürlich die Kutschen und Pferd. Also das können wir noch tun, aber Schnellreisen sind deaktiviert. Schnellreisen benötigen Holzfällaxt, das ist egal, denn sie sind deaktiviert. Feuerkits müssen mit einer Fackel oder einem Feuerzauber manuell entzündet werden. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich die Fackel mit habe. Zelte sind in Abhängigkeit ihrer Größe und des Materials begrenzt nutzbar. Ja, Zelte verbrauchen sich. Und eisiges Wasser ist tödlich. Und ja, das kann ich wirklich bestätigen. Eisiges Wasser ist wirklich tödlich. Da kann man gar nicht so schnell schauen, so schnell sinkt da die Körpertemperatur nach unten. So. Hardcore-Modus wurde eingestellt und jetzt müssen wir unsere Kleidung wieder anziehen, denn die hat uns jetzt ausgezogen. Wir haben eine Silberhalskette und einen Granatring und ein paar Stiefel. Super. So. Jetzt mache ich das nochmal. Ein Feuerkit. Aktivieren, Lagerfeuer bauen. So, mitten rein ins Gemüse, zum Kohl. Ja, jetzt brennt das natürlich nicht und gibt natürlich auch nicht warm. So, ich stelle hier kurz mal wieder auf. Wir haben eine Tochter. Wettersinn. Aber wir haben eh warm, das ist gut. So, was wir jetzt brauchen, ist ganz einfach. Wir gehen hier auf die Fackel. Und wenn wir jetzt blocken, hält er die Fackel nach unten und wir können das Lagerfeuer entzünden. Super. So. Mein Mädchen arbeitet gern mit ihrem Papa in der Schmiede. Ja, das Mädchen mit dem Papa in der Schmiede. So. Was wir jetzt noch tun können, ist natürlich hier. Wo haben wir es hier? Den Kochtopf brauchen wir nur fallen lassen. Und der Kochtopf baut sich automatisch am Lagerfeuer auf. So, und jetzt können wir uns da schön ranstellen und ein gemütliches Süppchen kochen. Haben wir aber gerade nichts zum Kochen. So, das Feuer brennt natürlich auch nicht unendlich. Das Feuerholz, das brennt ab. Und hin und wieder muss man mal einen Scheit nachlegen. Geh aus meiner Suppe raus. Was fällt denn dir ein? So, und da hatte ich einen kurzen Crash to Desktop. Egal. Dann haben wir eben noch unser Feuerkit und unser Kochtopf. Mehr ist ja eh nicht passiert. So, gut, dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Ja, hin und wieder stürzt das Spiel mal kurz ab. Das kann schon passieren. So, ich trinke mal wieder einen Schluck. Wir sind ein bisschen durstig. So, jetzt nicht mehr. Wunderbar. Obwohl ich eigentlich eh eine Mod drin habe, die eine Performance-Mod, die mir ein bisschen ein paar höhere FPS-Zahlen beschert und ein bisschen mehr Stabilität bringt, aber natürlich ein bisschen absturzgefährdet ist es immer. So, die Frage, mit der ich mich noch beschäftige, wo bekommen wir ein Pferdefell? Da habe ich leider noch keine Ahnung. Wir haben ja ein paar Fälle, wir bräuchten noch einen Wolfspelz. Den werde ich mir mal kurzerhand mal besorgen gehen. Nee, die Laterne brauche ich jetzt nicht. So, hüpf. Lalalala. Ich hoffe, wir treffen bald auf einen Wolf, damit wir hier was Schönes machen können. Auch ein Hirsch. Ja, die müssen wir dann zeitweise auch jagen gehen. Ja, da wird uns gar nicht viel andere Möglichkeiten übrig bleiben. Wo, was ist denn hier los? What the fuck? Das sind Banditen. Mach ich gleich mal platt. Hab euch. Au, die hat mich noch getroffen, verflucht. Und da fliegt noch ein Pfeil. So, ja, die ist tot. Hallo. Das ist heute sehr absturzgefährdet. Hallo. Gut, das ist mir bisher jetzt auch noch nicht passiert.
Ja, die ist tot, die liegt da. Ach, schön. Gut, da muss ich die Aufnahme mal kurz unterbrechen. So, ich habe den Spielstand noch mal geladen. Versuchen wir es doch mal. So, jetzt erledige ich die Weibische zu Herrn. Oh. Au, 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 au. Ach du. Da muss noch einer sein. Da ist doch noch irgendwo jemand. Oder er ist geflüchtet. Das kann natürlich auch gut sein. Ja, die sind böse. So, was hat er denn Schönes dabei? Ja, nicht so wirklich was, was wir brauchen. Was hat sie denn dabei? Bisschen Gold. Und da unten muss ja auch noch einer liegen, den wir als erster erwischt haben. Jagdbogen, Hunting Knife, das ist, hat einen guten Gewichtwert. So, wunderbar. Ja, ich glaube, der andere ist geflüchtet. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Glaubst du doch wohl selbst, oder nicht? Bringt mich nicht um. Ich bin Surin Markov. Und ich sage, wer leben darf und wer nicht. So, außerdem, die haben uns angegriffen, also. Da kenne ich kein Pardon. Auch wenn der jetzt nach seinem Leben gebettelt hat, aber da, das ist. Zuerst uns töten wollen und dann ums Leben betteln, natürlich. So. Und was ich jetzt brauche, das ist da unten. Wölfchen. Ein Wölfchen tot. Und das zweite Wölfchen auch. So, wunderbar. Ein Wolfspelz und noch ein Wolfspelz. So, und was machen wir jetzt mit dem Wolfspelz? Ja, Stufe machen wir dann auch. Wir haben Überlebenstraining und können jetzt ein kleines Zelt aus Tierhäuten bauen. Das kostet nämlich 5 Wolfpelze. Und da können wir dann schön in freier Natur mit Lagerfeuer und Kochtopf dann schön campen gehen. Das ist gut. Nee, macht auch gute Stimmung. Also wenn man irgendwo auf dem Berg ist, kalt ist es, der Schnee weht. Also das macht schon auch was her. Also das sieht dann schon auch recht gemütlich aus. So. Und ich würde sagen, ich mache dann hier mal wieder einen Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir hier mal in diese kleine Hütte mal einen kleinen Blick reinwerfen. Also Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawnguard.